Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Herzlich willkommen zu FIFA World mit eurem Koili. Heute wieder mit dem Umut. Umut und ich hatten ja das letzte Spiel gegeneinander vor der Sommerpause. Jetzt wird es das erste Spiel nach der Sommerpause mit einem Gamer außerhalb von den chilligen Gamern. Also, willkommen Umut, willkommen zurück hier bei den Friendlies. Wir sind heute dabei, Galatasaray gegen die Osnabrücker Kickers. Und unser lieber Umut hat eine komplette Mannschaft nur von Galatasaray-Spielern. Beim letzten Mal war es ja so, dass Umut, glaube ich, gewonnen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist schon 2 Monate her. Aber, naja, so. Umut hat Anstoß. Ich guck mal, was so nach 2 Monaten noch so hängen geblieben ist. An Fähigkeiten und Möglichkeiten. Umut scheint auf jeden Fall ordentlich vorbereitet zu sein. Ach geil, das war natürlich richtig glorreich. Oh, das war natürlich auch wieder die Perfektion meines Torwarts überhaupt. Das nächste, der sollte natürlich nicht, aber überhaupt nicht. Da lässt er ihn prallen. Spielt ihn rüber durch die Beine. Ja, kommt nicht durch. Kommt hier nicht durch. Kommt hier nicht durch. Hat seine Abwehr gut organisiert. Steht da Wiener 1. Und nur ist nur die Frage, wohin mit dem Ball, wenn keiner mehr da ist. Erstmal wieder rüber in die Zentrale hier. Und der lange Ball kommt nicht durch. Dafür jetzt Umut wieder im Angriff. Ich hier ein bisschen in der Defensive gedrängt. Mit einer Rettungstat. Oder auch nicht. Ich dachte, den hätte ich gehabt. Aber nein. Ich muss mich korrigieren. Dafür jetzt wieder hier die Defensive. Hier wurde zwar schon eigentlich abgelaufen. Aber Fellaini kommt da nicht entscheidend genug zum Ball. Hier stattdessen jetzt der Schuss aus der Halbposition. Die Frage natürlich. Wupf. So. Hier jetzt über die Flügel der Aufbau. Ein schneller Pass, aber nichts war's. Nichts war's dadurch. Die Abwehr steht da wieder eins. Wie gesagt, hier ist noch momentan. Dafür jetzt die Ecke wahrscheinlich. Die Ecke, ja. Meine Abwehrspieler schmeißen sich dazwischen. Aber hat nichts sein sollen. So. Und dann Fellaini heute der zweite Fehler. Fellaini einfach nicht in der Form, wie man ihn erwartet. Was man sich so von ihm erhofft. Stattdessen Drogba, der alte Bär. Steht da einfach wieder eins, macht sich, jo, lege ich ein, gar kein Thema. Das hätte auf jeden Fall verhindert werden müssen, können und sollen. Auf jeden Fall wäre das mehr als machbar gewesen. Vielleicht kann Fellaini seinen Bock ja auch wieder ausmisten, aber nein, er kann seinen Bock nicht wieder ausmisten. Ist einfach nicht da, wo er sein soll, nicht so richtig in der Form hier. Dafür jetzt der Angriff über die Flügel hier und wieder kommt er wieder nicht durch. Hier jetzt die Osnabrücker Kickers schwer mit Glück und schwer mit der Hand des, naja, das Hand des Tüchtigen wohl eher nicht, aber zumindest mit der Hand des Glücks und einem Torwart, der überragend hält gerade. Dafür aber mit Abwehrböcken ohne Ende. Umut spielt hier wie aus dem Häuschen. Lässt hier keine Gelegenheit aus, sich klar zu positionieren. Wie man sieht, Tore 1, Schüsse 7. Auf der Seite der Osnabrücker Kickers hingegen gar nichts. Keine Passgenauigkeit in den Aktionen.
Also jetzt erstmal hier ein bisschen. Jetzt muss es hier mal ein bisschen weitergehen. Und der erste Angriff gleich zu Beginn der ersten Halbzeit. Kam man jetzt mal über die Flügel, kam man auch zum Abschluss. Konnte jetzt den Angriff Gott sei Dank noch abwehren. Oh, aber dann, da vertändelt er den Ball. Lukaku kommt aber dennoch hier durchaus in gute Position. Kann er den Ball vom Flügel wegkratzen, aber hier noch nicht entscheidend. Los. Hei, na, was war das? Gibt das jetzt gelb? Das gibt gelb für Kolodziej. Burak drückt hier seinen Körper durch und hat jetzt die Chance hier. Na, wen sucht er denn? Kaya, nein. Er hat gleich die gesamte Mannschaft, Inam. Drogba hier ganz trocken, auch kommt da nicht. Oh, jetzt aber der schnelle Mann hier auf der Seite. Kommt da nicht durch mit der Flanke. Im Dribbling auch nicht. Also weiter der Angriff hier über Umut. Budat hier. So, aber wird entscheidend gestört rechtzeitig. Die Ecke wird zeigen, inwieweit diese Partie hier geht. Diesmal Fellaini da. Das war kein... Was war das denn? Das hätte doch locker flockig war. Ja, genau. So sehe ich das auch. Also, das war ja wohl mehr als ein Freistoß eigentlich. Aber nein, das sah der Unparteiische anders. Warum auch immer der jetzt dahin ging, das war wieder eine dieser wahnsinnig glorreichen Varianten, der sie wieder ganz schwach aussehen da. Aber Colcini macht seinen Fehler, macht hier keinen Fehler, lässt ihn da. Diesmal alt aussehen. So, jetzt hier der. Jetzt der neue Mann hier. Chamberlain ist zwar nicht neu, aber der Angriff kommt nicht weit genug. Die Flanke hier nicht präzise genug. So. Dafür. Oh, und dann wieder. Oh. Keine Durchsetzungskraft hier. Nicht in den entscheidenden Situationen kommen sie hier nicht durch. Ach, dann kommt natürlich der Pass da zwar gut, aber wird dann vertändelt im Mittelfeld, beziehungsweise im letzten Drittel, im Angriffsdrittel. Jetzt hier die Chance eigentlich, nochmal das 2-0 zu machen, aber Colcini da jetzt ganz, ganz sicher hat seit seiner gelben Karte richtig gute Aktionen gehabt. Im Endeffekt reicht es dann allerdings nicht, hier den Ausgleich zu erzielen oder gar das 2-1 zu machen. Ganz im Gegenteil, Galatasaray hier ganz souverän. Ein ganz starker Auftritt. Ja, ich sage erstmal danke für dieses Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder und ja, haut rein Leute, erstmal bis zum nächsten Spiel.